So, ein Review zu Emma hier in Ostfinnland, in der Nomad Town. Finnlands erstem Resilience Hub. Ich lebe hier seit August in dieser Jurte, die mit 2x6 mm Schafsfilz isoliert ist. Hier gerade an der Tür mal eben 20 Grad Innentemperatur. Tür ist eigentlich so der kälteste Ort, habe gerade das Dach auch offen. Dann zeige ich das mal eben. Kurzer Schwenk durch die Jurte. Also fangen wir hier im Osten an, die Türe, Garderobe, Küche, Essenssachen. Im Süden der Ofen, die Emma, Lagerstätten, Arbeitsplatz, Nähmaschine, das Bett. Ganz viel Kram im Moment, weil ich gerade aus einem anderen Lebensstil umziehe. Habe bis vor kurzem im großen Haus gewohnt. Übrigens das Lovable Loo Kompostklo. Ganz tolle Sache, geruchsfrei. Ja, jetzt zur Emma, genau. Seit August wohne ich jetzt hier. Im August war es sehr warm. Da habe ich in erster Linie die Schwarzküche draußen benutzt, in der Kote. Die Emma ist, ja, spielt hier eine große Rolle. Also ich nimmt natürlich auch Platz weg, aber verdient auch sehr viel Platz. Ist ja sehr multifunktionell auch eingerichtet, finde ich bisher. Es ist alles sehr gut gelungen, sehr rund alles. Funktioniert wunderbar. Also wir hatten Temperaturen, es war jetzt ein bisschen milder im Winter, um die bis zu minus 20 Grad, das war das Kälteste, also nicht wirklich so kalt, aber in der Regel unter Null. Was ich so an Holz gebraucht habe, ist 18 Kilo an den kältesten Tagen pro Tag, ansonsten so um die 13, 14 Kilo. Und dann, dass wirklich hier auch die ganze Zeit die Jurte warm ist, also 24 Stunden geheizt. Was natürlich schön ist, ist, dass die Jurte kalt sein kann, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich die Jurte nicht brauche. Wenn die nicht warm sein muss, dann ist sie halt auch nicht warm. Ja, das kann man sehr schön machen. Ja, die Emma an sich, also es ist jetzt das Modell 130, Emma 130 mit dem Heat Exchanger, also Wärmetauscher, mit einer Kochoberfläche oben drauf. Da passen, mit ein bisschen gequetscht, kriegt man da die drei gleichzeitig und dann auch noch dieser Ventilator, der mit einem thermoelektrischen Element die Luft hier so ein bisschen durch die Gegend bewegt. Hinten am Rauchrohr dran ist eigentlich so dann erstmal das, was nicht mitgeliefert wurde, nämlich dieser Wasserkessel, 50 Liter und das Rauchrohr, der Schornstein. Auch hier so das ist alles so von mir dazugefügt. Ja, alles recycelt. Krass, ne? Ja, die Emma, ich bin erstmal sehr, sehr dankbar. Also der Claudius hat wirklich herzlichen Glückwunsch, Claudius, da an dieser Stelle einen wirklich tollen, tollen Raketenofen gebaut. Gute Ingenieurskunst. Sauber verarbeitet alles, also richtig eine Freude damit zu arbeiten. Ja, morgens, der Tag fängt eigentlich so an, dass ich nachts, ich lasse die Emma nachts nicht laufen, also die brennt so gut 3 Stunden, wenn ich sie ganz gut fülle. Hat mir hier gestern dieses aus Draht, diesen Griff doch gemacht, das ist ganz gut. Jetzt kann man mal reingucken. Also, das ist jetzt im Prinzip so die Sparflamme, ein größeres Holz drin, gutes Glutbett. Und ja, auch jetzt hier unten komplett zureguliert. Was, ja, mal kurzes Setup nochmal. Also die Emma ganz normal mit dem Wärmetauscher, Rauchrohr nach hinten. Also man kann das ja drehen, ne, diesen Aufsatz. Oder man kann halt auch diesen anderen Aufsatz, den ich nicht habe, um Wasser zu erhitzen. Hier, ich glaube, das ist aus dem Krankenhaus fürs Klo, da habe ich auch schon Wasser drin gekocht, also das ist sehr gut, ein gutes Ding. Also Edelstahl mag ich auch irgendwie Secondhand Armee. Waschschale, also hier auch dann die Seife. Da unten habe ich noch so einen isolierten Topf, wenn ich mal mehr koche und Essen warm halten will. Oder auch so Pasta und so, die lassen sich darin gut garen. Also mit der einen Kochfläche, man kommt nicht so weit, aber also es reicht. Es reicht absolut aus. Habe auch gelernt, in der Bratpfanne zu backen. Das geht auch. Also Brote und sowas. Ja, ansonsten, also ich habe hier immer heißes Wasser.
Der ist jetzt, glaube ich, bis hierhin ungefähr gefüllt. Das ist Brauchwasser, also zum Händewaschen, Waschen, sich waschen. Und beim sich waschen übrigens in der Jurte ganz toll mit Schwämmen arbeiten und auf dem Boden. Also man macht nicht viel nass und wird sauber. Ansonsten ist draußen auch noch Schnee und die Sauna natürlich. Ja, das kommt hier nie zum Kochen. Also ich zeige mal gerade die Temperatur hier oben vom Abgas zwischen 150, 105, na, 170, 175 Grad. Wenn ich jetzt mal hier, ich sag mal, auf Rakete umschalte, also das hier wird eigentlich, hier unten dieser Griff, der wird manchmal ziemlich heiß, aber das lässt sich hier ganz schön auch mit dem Eisen hier regulieren. Diese Schraube hier oben benutze ich eigentlich nur einmal am Tag, wenn ich aufmache, da ist er kalt. Und von daher muss die gar nicht so isoliert sein, die ist sehr heiß. Also die sollte ich nicht anfassen. Habe ich auch schon überlegt, hier springt manchmal ein kleines Kind rum. Das mache ich hier mal oben auf. So eine Halterung. Ja, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen noch was da reinstelle, ist jetzt überhaupt nicht nötig, aber natürlich mit kleinem Holz kriege ich eine größere Temperatur. Und ja, man hört schon so ein bisschen. Da zieht es dann an und auch hier die Abgastemperatur geht direkt hoch. Jetzt schon auf die 250 zu. Über 400 komme ich eigentlich nie. Also muss ich mich schon anstrengen, wirklich kleines Zeug reinschmeißen. Diese 15 bis 18 Kilo pro Tag, das übersetzt sich letztlich in ungefähr 1 Kubikmeter gestapelte Birke pro Monat. Im Moment kaufe ich noch, ist halt auch erst seit August hier, noch keine Möglichkeit gehabt, Feuerholz zu machen. Das wird dieses Jahr hoffentlich anders sein oder wird anders sein, weil ich schon eine gute Quelle für Holz habe. Das Anheizen morgens, also ich lasse die Emma ja nachts ausgehen und dann hat man morgens hier, wenn es draußen richtig knackig kalt ist, um die 0, 2, 3, 4, 5 Grad, je nachdem. Ich habe mir so einen Aufsatz hier mit einem Kollegen, der hat mir dabei geholfen, so einen Aufsatz zu machen, um oben diesen Schacht noch zu verlängern. Also man kann hier wirklich auch die ganze Nacht durchbrennen, das geht natürlich. Aber ich persönlich schlafe sehr gerne mit kühler Luft und unter der Bettdecke. Also es ist ja auch dann beheizter Unterschlupf quasi, weil ich da unter die Decken dann viel auch warme Wasserflaschen mitnehmen, einfach für den Luxus. Ja, morgen sieht das dann so aus. Ich stehe auf, greife mir hier so anderthalb Handvoll von den kleinen Hölzern, schmeiß die oben hier rein, mach den Deckel drauf. Vorne stopfe ich dann Birkenrinde rein. Hier in dem Container habe ich Birkenrinde, die ja immer wieder beim Feuerholz abgeht und auch bei der Birkenarbeit überbleibt, bei der Rindenarbeit. Die mache ich dann vorne in die Luke rein, mache die Luke auf, die Birkenrinde davor, Zuluftlöcher auf, anzünden, Klappe zumachen, zuschrauben. Die fasse ich dann auch den ganzen Tag eigentlich nicht mehr an. Und dann, ja, warte ich ein bisschen, mache dann irgendwann, wenn gut Zug ist, mache dann hier die Klappe auf und stelle von oben kleine Hölzer nach. Dann stelle ich die Töpfe oben drauf und gehe wieder ins Bett. Und wenn ich dann so, weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde später, ich sag mal so richtig aufstehe, dann ist es hier warm. Also das Anheizen, das ist eine Sache von, also weniger als eine Minute eigentlich an Arbeit. Weniger. Ja. Und stelle die Töpfe drauf und wenn ich dann aufstehe, ist mein Tee Wasser heiß und das Wasser für den Brei ist heiß oder fürs Müsli. Ich habe warmes Waschwasser, also es geht. Der Wassertank ist ja auch nochmal schön als Wärmespeicher für die Nacht. Ja, die Emma selbst habe ich hier auf so eine Platte gesetzt und hier mit einem Gurt verbunden. Das wird hier scheinbar nicht so heiß, dass der Gurt da kaputt geht. Aber die Platte ist einfach dafür da, die geht hinten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich guck mal. Ne, kann man schlecht sehen, weil jetzt die Steine da drauf stehen. Aber die Platte geht hinten rüber bis zu diesem Rauchrohr. Einfach um einen längeren Fuß zu haben, weil halt der Wassertank hier drauf steht. Also mit den maximal 50 Litern und die Emma komplett wiegt um die 50 Kilo. Da ist das schon ganz gut. Den Fuß länger zu haben, jetzt habe ich natürlich auch noch die größere Platte hier gemacht, damit die Steine nicht auf dem Steppich stehen. Speckstein,
hier aus der Gegend. Hält auf jeden Fall auch gut eine Wärme ab. Hätte nach hinten ein bisschen, glaube ich, noch, könnte ich noch was machen, dass die Wärme nicht so zur Wand geht. Ein bisschen was Reflektierendes vielleicht dahin machen. Mehr Steine, mehr Masse. Also hier auch an der Emma viel Möglichkeiten durch die Schrauben. Man könnte hier ein Gitter dran machen, das mit Steinen füllen. Also ich stelle mir die Emma als Saunaofen auch sehr, 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 sehr gut vor. Einfach viel Steinmasse hier angebracht werden kann und die Heizleistung einfach phänomenal ist. Ja, was kann ich sonst so zur Langzeitnutzung sagen? Bisher, es gibt hier in der Brennkammer selbst, hat sich innen drin Metall verzogen. Das ist aber dem Claudius von dieser Modellreihe bekannt. Und in den neuen, also er experimentiert ja unglaublich viel rum mit, weiß ich nicht was, ob ich das alles erzählen darf, was er da alles macht. Also tolle Sachen. Ein Daniel Düsentrieb unter den Ofenbauern, glaube ich, und versteht also wirklich vom Fach. Und ja, also wenn jetzt zum Beispiel jetzt draußen kommt kein Rauch raus, auch wenn ich zu habe, dann auch nicht. Also sehr selten, dass es raucht. Also wenn es raucht, dann überhaupt, wenn ich es zu habe. So, das war es eigentlich von der Emma. Spielt wirklich eine zentrale Rolle hier. Also ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich zu anderen Öfen, aber also das passt sehr gut auf die Jurte, die Größe des Ofens. Also es kann wirklich ohne weiteres das hier schaffen. Also bei minus 20 Grad hatte ich auf jeden Fall noch Kapazität, Raum nach oben mit mehr Heizen. Und ich konnte es hier trotzdem 29 Grad, wenn ich will, hier drin haben. Was ich nicht haben will, also das ist manchmal ein bisschen schwierig, nicht zu sehr zu heizen. Aber das spielt sich auch ein. Also ich habe jetzt so ein paar Kniffe, wie ich hier das Holz jongliere. Meinetwegen, wenn da nur noch so ein bisschen, also zum Beispiel morgens des Anfangs, wenn ich die kleinen Hölzer reinschmeiße, die erste Ladung, die ich brenne, die lege ich dann irgendwann, wenn die halb abgebrannt sind, lege ich die unten rein und mache dann oben Großes drauf. Und ja, also ich habe nichts zu meckern, bin begeistert von diesem Ofen. Ich glaube auch das Potenzial für nachhaltige Lebensweisen, also weil auch zum Beispiel hier die Brennkammer bietet der Claudius auch so separat an, so dass man auch selber Sachen bauen kann, vielleicht dann auch noch mehr aus der Region recyceln kann. Also gute Sache, empfehlenswert. Sehr, sehr dankbar, Claudius. Also der Claudius hat mir die Emma zur Verfügung gestellt. Zum Testen, einfach weil ich jetzt, ja, ich benutze die Emma jeden Tag seit August und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben, hoffe ich. Und lebe in einer Jurte. Das ist jetzt nicht nur irgendwie mal so Wochenendgebrauch oder so, das ist wirklich Arbeitstier und erfüllt also nichts, kein Problem, gar kein Problem. Und ja, das war's. Alles Liebe, alles Gute, passt auf euch auf und ja, eigentlich jetzt nicht. Guckt mal hier Videos, genau, auf meiner Webseite, hier die YouTube-Seite, gibt es noch interessante Videos. Viel auf Englisch, aber auch ein bisschen was auf Deutsch ab und zu, wenn euch da was interessiert. Punkt und Nachhaltigkeit, Wildnisleben, sonstige Sachen. Alles Gute, tschüss.